Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben in Kilika aufgehört und machen uns jetzt auf den Weg zum Tempel von Kilika. Ich habe natürlich trainiert, wie ich es ja auch gesagt habe, ein bisschen halt, nicht viel. Aber ja, machen wir weiter, holen wir jetzt auch erstmal die Kisten und was man alles holen kann. Wundersbaritten, ja, Teile von denen habe ich hier schon 77 Stück oder so, ein Scheiß. Oder? Ja, 65. Ein Hinterhalt. Heute habe ich sie irgendwie mit den Hinterhalten. Erst im Final Fantasy 10-2 und jetzt auch wieder. Aber hey, ist okay. Yeah. Und death. Ja, nicht mal ein Level hochgekommen oder so. Nada. Hier muss auch noch eine Kiste sein. Ein Tatenball. Ja, die Kämpfe sind halt nie wirklich lang. Ich wäre aber jetzt gegen das Küsschen und. Ja, ich glaube, Küsschen heißt das Viech. Kämpfen, was in der Mitte da ist. Das habe ich extra noch nicht gemacht, weil ich in Let's Play drin haben will. Und weil ich irgendwie Angst habe, dass ich verrecke. The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Puh, leck mich. Ich war die Bürgerwehr hat's geschafft, weil ihr Schwächlinge seid. So, dann machen wir zuerst mal Hast. Und Schlafhieb. So. Kann das Viech schon mal nichts machen. Und Hast nochmal auf Lillo. Und Feuer! Feuer frei! Jetzt holen wir Judo. Ja, scheiße, Judo bringt mir gar nichts. Aber ist egal, machen wir auf alle Hast. Kimmerling. Kann man eigentlich was von dem ziehen? Na, scheint doch nicht so zu sein. Machen wir nochmal Hast auf Kimmerling. Und ab der nächsten Runde greifen wir alle an. Weil jetzt müsste er gleich wieder wach sein. So, okay, jetzt greifen wir alle an. Was? Okay, war das eine Art Konter? Oder hat er nur privat was gegen Kimari? Ach, ich verreck ja schon nicht. Ja, irgendwie habe ich mir das so schon gedacht. Und der soll so stark sein. Ja. Ein Paceball-Read, A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Young crusaders gather around. We'll be sent to the ground. Okay. Aber
Juno sollte jetzt mal ein bisschen heilen. Sonst würde mir Lulu nachher verrecken. Und das will keiner. Niemand will, dass Lulu verreckt. Lulu ist okay. Fortunas Baugeld. Bringt mir, glaube ich, genauso wenig. Was? Gott. Wobei, der MPs Baugeld bringt mir eigentlich schon was, aber... Naja. Ein Bosskampf bekommen wir in diesem Part auch noch hin. Autsch. Ja, Wacom muss ja auch noch ein bisschen was bekommen. Kern spucken. Ne, wohl. Bam. Na, 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 na. Die Leibgarde ist halt gegrüßt an Orten, an denen es sich Sinn aufgehalten hat. Scheint es vom Monster zu wenden, also zu sein. Doch vorsichtig. Danke für den High Potion. High Potion. Haha. High. Kapiert? Ja, irgendwie. Ist zurzeit. Bisschen komisch. Ja, ja, ich weiß, Walker, dass du die fliegende Viecher erledigen kannst. Ich weiß, aber ich muss mit Titus angreifen, dass er auch ein bisschen Expert bekommt. Also, halt einfach die Gosch. Stone steps have a history, you know. Yep, Lord O'Holland trained here at his peak. A race, huh? Think you can beat me? Yuna, if you would. Ready! Hey! Ah, huh? Hey! Kids. Ja, Kimari ist halt nie der gesprächigste von allen gewesen. Okay, ich speichere mal, falls sie sterben sollte. Ich bezweifle es zwar, aber hey! Why not? Es kann ja möglich sein. Es ist... Ich könnte nur einmal einen komischen, dummen Fehler machen und schon verkackt. Everyone, quick! Sin spawn! Aber gleich hast du auf mich. Oh, Walker. Du greifst den Tentakel an. Ah, okay. Its tentacles absorb any spells cast at its body. Man merkt, dass ich normalerweise Lulu in solchen Momenten gar nicht einsetze. It's hard as rock. My sword's no good. Ah, jetzt weiß ich wieder, wer was bringt dazu. Kimori. Der kommt da nämlich durch. Weil der hat ja Durchschlag. Hat Kimori und Ding auch in seine Waffen hauptsächlich. Autsch. Die Frage ist,
Bringt jetzt Lulla überhaupt was? Ich glaube nicht. Solange die Tentakel da sind, bringt das gar nichts. Also versuchen wir mal, die Tentakel erstmal kaputt zu machen. Okay, das klappt ja gar nicht so schlecht gerade. Okay. Kampfgeist, geil. So, Wut. Feuerwut. Ja, das war jetzt schon mal gar nicht so schlecht, oder? Gern spucken! Ich spuck dir in die Fräse! Giftsekret. Töte ihn! Haha! Shit, ich hab Unit nicht eingesetzt, das kriegt die kein Level. Ach egal, die hat später noch mehrere Chancen dazu. Yeesh. Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Nah. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle, I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Klar, why not? Also ob das nicht sowieso vorhersehbar wäre. So, they got fiends in Xenarcan too. Just a few. It's a big deal when one shows up though. Hey, since one of you believe me about Xenarcan anyway. I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time. Like a thousand years through time. And then one day. Maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. Das war hart. I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Gute Einstellung. Ich mag solche Geschichten auch nicht. Das ist denen ihre Sache, nicht unsere. Aber wir erfahren so oder so, weil es ist ein Rollenspiel. Japaner RPG, da kommt sowas immer vor. So.
here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down? They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. Nah. Das Synchronsprecher muss doch auch wirklich einen Hass auf seinen Vater haben. Ansonsten ist er ein echt guter Schauspieler, wie er das rüberbringt, ey. Der muss ihn auch wirklich dann gehasst haben, vielleicht. Donner treffen wir, glaube ich, auch, oder? Na, ja, Donner müssten wir eigentlich auch gleich jetzt treffen dann. I think Waka needs to do a little more praying. Lord O'Holland, guide our feet. Beten wir mal mit. Ja, Donner. A summoner, are you? My name is Yuna, from the Isle of Bisade. Donna? So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to. My, my, my. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only 2 guardians. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only 1 guardian. Right, Bartello? I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy and an honor. Even more so than being my father's daughter. Of course, I would never think of questioning your ways either. So, Lady Donna, I ask of you, please leave us in peace. You do what you want, Bartello, we're leaving. A guardian is someone a summoner can rely on. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? What's she smiling about? Bing, was für du Idiot. Ja. The faith is below. Let's do it. The faith? But first, the cloister of trials. Kamari, Waka, ready? Strength, everyone. No. Nah. Hey, what gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can,
okay? Oh, sure. Soon. Like tomorrow soon, I bet. Yo. Ja. Das kann jetzt kurz dauern. Where's Yuna? Then why are you here? Hey, I'm not a guardian, so I'm not supposed to go in, right? Not a guardian, you say? Hey, wait! Let me go! Go! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh? In dem Moment habe ich mich echt gefragt, wieso Donner überhaupt zurückgekommen ist. Okay, Leute, ich beende den Part hier und wir sehen uns beim nächsten Part, wo wir die Prüfungen beginnen. Und ja, ciao.